Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich beantworte gerade Kommentare und dachte mir, also hauptsächlich die Kommentare jetzt zur letzten Woche Freitag, das Video Zappelstrom. Und da habe ich jetzt festgestellt, ich habe mich total getäuscht. Die Energiewende ist überhaupt kein Problem. Ich habe das aus einigen Kommentaren gelesen, dass es kein Problem ist. Und das will ich jetzt. Ich will euch diese Kommentare natürlich nicht vorenthalten, warum die Energiewende doch geht. Oder vielleicht nicht? Nein, wir werden es selber sehen. Zuallererst muss ich mich kurz entschuldigen, da ich in der Videosequenzen einige Gigawatt und Megawatt vertauscht habe. Ich muss dazu sagen, ich habe das am Montagmorgen gemacht und ich hatte erst eine Tasse Kaffee. Es ist wieder Montagmorgen, aber ich sitze hier mit der zweiten Tasse Kaffee und verspreche Besserung. Und wie gesagt, ich wollte euch das nicht vorenthalten, die ganzen Kommentare. Und damit beginnen wir. Wenn euch das interessiert, welche Kommentare es so gab, die Lösung für das Problem haben, oder vielleicht auch nicht, dann bleibt einfach dran. Die 20, 25 Euro. Also die Kommentare, die ich ausgewählt habe, die haben jetzt eher so zufällig, was ich gerade entdeckt habe, weil die fast alle den gleichen Inhalt haben. Wir beginnen mal eins, das ist von Klaus Mock. Warum sparst du das Thema Power to Gas bzw. Power to X aus? Sehr, sehr einseitiges Video. Man kann die Unmengen an Überschussstrom in Wasserstoff und in CO2-freies Methan umwandeln und in den heute schon vorhandenen unterirdischen Speichern lagern. Bei Bedarf eben dann rückverstromen. Er sagt selber, der Zugang ist ziemlich verlustbehaftet. Genau. Warum habe ich das in meinem Thema nicht vorgenommen? Es gab zwar nur noch mehr Kommentare zu dem Thema Gasspeicher, mit das gehen wir als erstes. Raphael K. schreibt, sorry, aber das Video unterschlägt die mit Abstand größten Energiespeicher und zeigt damit ein völlig verzerrtes Bild. Wir haben in Deutschland derzeit ca. 360 Terawattstunden an Erdgasspeicherkapazität, 230 in Erdgasspeicher und 130 im Erdgasnetz. Damit verglichen sind die, was wir jetzt haben, natürlich ein Witz und doch hat er auch recht. Ein modernes Gaskraftwerk hat einen Wirkungsgrad von 60% elektrisch. Also er sagt dann weiterhin, man könnte damit quasi für 149 Tage unseren Strombedarf decken. Was haben wir denn noch? Da ging es auch wieder um Energiespeicher. Ja. Fangen wir doch mal mit dem Thema Power to Gas an. Ich habe hier einen Gasspeicher. Nur klein, klar. Und hier habe ich ein Netzgerät, wo ich zum Beispiel mein Handy aufladen kann. Klappt nicht. Wenn wir den Gasspeicher haben, ist das gigantisch gut. Uns fehlen allerdings die Kraftwerke, um die in Strom zu umwandeln. Und die Gaskraftwerke, die es jetzt gibt, die waren in meinen Berechnungen schon alle mit drinnen. Das heißt, die können nicht mehr Strom liefern. Was hilft mir das, wenn ich auf dem Konto 100.000 Euro habe, aber der Geldautomat spuckt pro Tag nur 1.000 Euro raus? Ich brauche da mal einen Tag 15.000 bis 20.000 Euro. Dann bräuchte ich halt dementsprechend mehr Geldautomaten bzw. mehr Kraftwerke. Nur die baut derzeit keiner. Warum? Weil sie einfach unrentabel sind. Aus Gas kostet der Strom ungefähr bis zum Dreifachen von dem, was aus konventionellen Kraftwerken kostet. Und das ist das Problem. Und keiner baut eine Anlage, die unrentabel ist. Wozu? Bringt ja nichts. Deswegen haben die ja fast nie am Netz, sondern nur im Extremfall. Da haben wir das tatsächlich schon. Aber halt in viel, viel, viel zu kleinen Ausmaß. Und das ist das große Problem, warum ich sie in meine Videos nicht hernehme. Weil das Zukunftsmusik ist. Und wie ich im Video gesagt habe, die Energiewende kann funktionieren, wenn wir zuerst einmal alle anderen Sachen in ausreichendem Maß zur Verfügung stellen. Also es gab noch viel mehr solche super Methoden, wie zum Beispiel die Umwandlung in Wasserstoff, fände ich persönlich cool, ist momentan nur relativ verlustbehaftet, aber so Wasserstoffliquid als Tankmittel wäre zum Beispiel mal hochinteressant, haben wir aber noch nicht, deswegen ist in meinem Video einfach noch nicht drin. Akkus. Die Akkus, die wir haben, die haben nur ein Bruchteilchen, muss man fast sagen, von dem, was wir tatsächlich an Leistung brauchen. Kommen wir aber gleich noch dazu. Dann PV-Anlagen in der Sahara, auch eine super Idee.
Aber wir haben keine Stromtrassen darunter. Die müssten zuerst mal gebaut werden. Und dann brauchen wir die PV-Anlagen. Also haben wir noch nicht. Deswegen kommen sie in meinem Video nicht vor. Freie Energie inklusive Magnetmotoren. Okay, da. Ja, was soll ich dazu sagen? Und was auch cool war, die Idee, Schweden und Norwegen haben ja einen Haufen Wasserkapazitäten. Also Speicherkapazitäten theoretisch für bis zu 4 Monate in Deutschland. Da haben wir nur 3 Probleme. Punkt A, brauchen die selber nichts mehr? Würden die uns den Strom komplett liefern und selber nichts mehr an Strom verbrauchen? Wohl kaum. Zweitens, haben wir überhaupt die Leitungen darunter? Auch die sind noch lange nicht in ausreichender Form vorhanden, um hier auch nur ansatzweise Deutschland zu versorgen. Und der dritte Punkt ist, gibt es denn die genügenden Kraftwerke, die so viel Strom bringen, dass die nicht nur Norwegen und Schweden versorgen können, sondern auch noch ganz Deutschland. Ganz Deutschland. Natürlich kann ich einen kleinen Bereich eventuell mit dem Thema machen. Dafür haben ja die Leitungen schon da. Aber es geht ja hier um die Energieversorgung in ganz Deutschland. Und dafür sind weder die Anlagen gebaut, noch die Leitungen. Noch ist es mit Schweden geklärt, ob die auf ihren Strom verzichten und uns ihren dann geben. Komplett. Sonst bleibt halt nur ein kleiner Teil übrig. Funktioniert also leider auch nicht. Deswegen ist es in meinem Video auch nicht drin. Also ihr habt es gesehen, wir haben gute Ideen und es ist genau das, was ich sage. Diese Ideen umsetzen, in ausreichendem Maße produzieren, vernünftig produzieren, dass da ein guter Wirkungsgrad dahinter steht, dann können wir die Energiewende fahren, dann sollten wir sie auch fahren. Das ist aber vielleicht frühestens in 10 bis 15 Jahren der Fall, aber mit Sicherheit noch nicht in 3 Jahren. Und genau das ist das Problem an der Geschichte. Und jetzt zeige ich es euch nochmal an einem schönen Beispiel an der Seite der Bundesnetzagentur Smart. So, wir schauen uns jetzt einfach mal hier den Donnerstag, den 17. Januar 2019 um 11 Uhr an. Ihr seht es also hier, wir haben also, das ist nicht verdammt, Photovoltaik knapp 3,7 Gigawatt, das ist mal richtig. Wind hat man da brutal viel, knapp 26 Gigawatt und nochmal Offshore hat man nochmal fast 5 Gigawatt. Das heißt miteinander eigentlich 31 Gigawatt oder beziehungsweise insgesamt über 34, fast 35 Gigawatt aus Wind und Photovoltaik. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert genau eine Woche später. So, um 11 Uhr, also genau eine Woche am Donnerstag, am 24. Januar, haben wir aus Photovoltaik 2,8 anstatt wie vorher 3,8. Das heißt, es fehlt uns schon mal 1 Gigawatt. Wir haben aber aus Wind on und offshore nur knapp 2 Gigawatt anstatt wie vorher 31 Gigawatt. Das heißt, uns fehlen hier 29 Gigawatt in nur dieser einen Stunde. Der Verbrauch ist übrigens hier 73,4 und war vorher auch irgendwo um die 73. Also der Verbrauch ist der gleiche, nur mir fehlen 29 Gigawatt. Jetzt können wir sagen, ja, kommen die Gasspeicher, die haben hier schon mit 11,7 Gigawatt enthalten. Ups, darf ich nicht verdauen. Ups. Die haben ja schon mit 11,7 Gigawatt enthalten, genauso wie Braunkohle 16,3 Gigawatt und Kernenergie 9,5. Und wir schalten Kernenergie ab, also fehlen uns 9,5 Gigawatt und Braunkohle reduzieren wir um 30%, sprich mit der mal knapp 5 Gigawatt nochmal weg. Also es fehlen uns in Zukunft nur mehr 14 Gigawatt, um sichere Extremsituationen auszugleichen. Und die haben wir nirgendwo. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen dann irgendwas abschalten. Wenn die Abschaltsystematik nicht reicht, haben wir einen Blackout. So einfach ist es. Ihr habt es also jetzt gesehen, wir bräuchten riesen Speicher, riesige Speicher. Ganze Berge von Akkus, damit es funktioniert. Da reicht halt nicht so ein bisschen Autospeicher. Das funktioniert halt leider einfach nicht. Schade, es wäre super, wenn es so gehen würde. Und deswegen sage ich, wir sind noch nicht so weit für die Energiewende. Und deswegen ist auch meine Ding eben noch nicht die Braunkohle bis 30% reduzieren. Vielleicht eher die Braunkohle reduzieren wie AKWs abschalten. Weil, und das müsste jetzt eigentlich jeden Friday for Future, der hier zuschaut, freuen, AKWs sind die mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß. Also CO2-freundlicher kann ich Energie derzeit nicht produzieren. Ist halt mal so. Tja, gut. Das war es wieder von mir, falls es nur ein kurzes Zwischenvideo sein, weil ich einfach daran teilhaben lassen wollte, was ich mich so am Wochenende beschäftigt habe.
Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Falls es noch nicht passiert, dürft ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn es noch weitere Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, haut es mir unten rein in die Kommentare. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Kimga. Pfiat euch!